80 Jahre Neurochirurgie am Universitätsspital Zürich. Große Namen wie der von Professor Ugo Krähenbühl, der 1937 die erste spezialisierte Klinik für Neurochirurgie in der Schweiz gegründet hat. Oder wie der von Professor Ghazi Yazagil, der als bedeutendster Neurochirurg vom 20. Jahrhundert gilt, haben von Zürich aus die Geschichte der Neurochirurgie weltweit geprägt. In diesen 80 Jahren ist viel passiert, aber wir wollen nicht zurück, sondern vorwärts in die Zukunft blicken. Wo stehen wir heute in der Neurochirurgie? Wohin führen die technologischen Möglichkeiten? Was ist der Stand der Forschung? Und wie werden die Behandlungen von morgen aussehen? Wir haben für die Öffentlichkeit, wie auch ärztliche Kollegen, ein spannendes Programm fürs Jubiläum zusammengestellt. In einer Vortragsreihe im Herbst greifen wir aktuelle Themen auf wie Hirnschlag, Rückenschmerzen, chirurgische Behandlung vom Morbus Parkinson und Epilepsie, Demenz, Hirntumoren. An den MediDays diskutieren wir die Reise zur Neurochirurgie computergesteuert, Neurochirurgie 3.0. Am Europäischen Jahreskongress in Venedig organisieren wir für den Nachwuchs zum ersten Mal ein neurochirurgisches Science Slam. Neurochirurgie ist Präzisionsarbeit am Gehirn. Hören Sie heute schon, wie wir die Spitzenmedizin von morgen gestalten. Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit uns. Wir freuen uns, Sie zu begrüßen.